Hi Gude und herzlich willkommen zum neuen Feedback-Video der Nerdcon. Bei mir dabei ist Mr. Zylinder oder auch bekannt als Reg Jackson. Hi Reg. Hallo. Die Nerdcon ist vorbei. Ja, leider. Leider, ja. Hätte noch 2, 3, 4 Tage länger gehen können von mir aus. Sehe ich genauso. Unterm Strich, wie fandest du es? Großartig. Also es waren tolle Runden dabei, tolle Gespräche, auch nach den Runden, zwischen den Runden, während den Runden. Es hat Spaß gemacht, endlich mal wieder all die Nasen im Real Life zu sehen, die man sonst nur auf der RPC gesehen hat. Ansonsten, oder halt auch Leute zum ersten Mal zu sehen, die man so aus den Online-Runden sonst nur kannte. Es war echt super Sache. Eben weil es nur recht kurz war, hatte man leider nicht die Zeit, mit allen in der epischen Bandbreite zu reden, mit denen man gerne geredet hätte. Aber insgesamt war es eine geile Veranstaltung, geile Location. Also top. Was ich persönlich gut fand, war, dass man halt quasi bei der Location, wo man spielt, auch schlafen konnte. Das heißt, man hatte keinen Transfer zum Hotel, man hat sich nicht in Gruppen verloren, laufen, sondern man konnte auch im Abendprogramm oder in den Pausen zwischendurch einfach mal zu Leuten gehen, die man sonst vielleicht nicht so oft sieht, nicht so oft spricht und da mal näher ins Gespräch kommen. Wie fandest du das? Das fand ich gerade auch super. Man konnte quasi einfach, wenn man müde war von der Gesprächsrunde, direkt ins Bett fallen. Und morgens quasi aus dem Bett direkt zum Frühstück. Das ist so für mich auch eine großartige Sache. Und gerade eben diese Offenheit. Und man hatte überall die Räume, wo die Gruppen saßen. Und in der Pause hat man sich da ausgetauscht. So, ja, was spielt ihr? Wie läuft es bei euch? Noch keiner gestorben. So. Das war echt super. Was hast du gespielt? Ich habe erst Wrath and Glory im Warhammer 40k-Universum mit dem Umbreon gespielt. Das endete in einem TPK. War großartig. Dann habe ich bei Lilio Numenera gespielt. Das war für mich auch, ich habe immer versucht, Sachen auszuprobieren, jetzt die ich noch nie gespielt habe. Ist mir auch soweit gelungen. War auch eine super Runde, interessantes Regelsystem, tolles Setting. Und das ist auch in einem TPK geendet. Und den Triple haben wir leider nicht voll gekriegt. Dann abends haben wir dann noch mit dem D-Rex Hexen gespielt. Auch wieder tolles System, tolles Setting. So, jetzt muss ich mich wieder beherrschen, nicht für alles wieder Geld auszugeben. Gab es zwar auch ein TPK, allerdings diesmal auf Gegnerseite. Wir haben sie einfach nur weggerotzt. Das hat Spaß gemacht. Aber auch, wie gesagt, trotz dessen, dass halt nur so One-Shots mit, ich sag mal, random Leuten waren, war immer auch ein schöner Anteil an Char-Play da. Es war jeder irgendwie in seinem Charakter drin. Das war bei den Runden, wo ich dabei war, echt immer schöne Konstellation. Echt super. Das heißt, eigentlich Erfolg auf voller Linie, kann man nur sagen, oder? Ja, das würde ich so sagen. Finde ich, ist ein tolles Schlusswort. Oder willst du noch irgendwas loswerden? Nö, immer wieder gerne. Nächstes Jahr hoffentlich wieder, ne? Ja. Das war Reg mit Hut, Brille und mit Hose, muss man dazu sagen. Ein seltener Anblick. Ein seltener Anblick. Ciao, Reg, dank dir. Tschüss. Hi Gude und herzlich willkommen zum neuen Feedback-Video von der Nerdcon. Bei mir der Mann, der seine Mutter war. Der Mann, dessen Name viel zu lang ist, ganz genau. Einfach Enno genügt. Alles klar. Ja, die Nerdcon ist fast vorbei. Ich habe so ein bisschen Wählerjährigkeit. Wie siehst du das Event unterm Strich? War es ein Erfolg oder könnte man irgendwas wesentlich besser machen? Also Erfolg war es definitiv. Ich hatte Riesenspaß, hatte 4 richtig epische Runden. Ich hatte eine Runde mehr als alle anderen. Nee, nicht als ganz alle anderen, aber als die meisten anderen. Und ja, ich sehe es aber auch sehr positiv, dass wir schon nach 2 Tagen enden, weil ich könnte jetzt schon nicht mehr einen dritten Tag. Das wird schon kritisch werden. Könntest du ein bisschen Kondition aufbauen? Vielleicht geht es das nächste Jahr dann mit einem Tag mehr. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Welche Runden hast du gespielt? Die erste Runde habe ich geleitet tatsächlich. Das war Cthulhu oder wie die Leute, die mit mir gespielt haben, eher gesagt haben, war Fun-Tulu. Einfach, wir haben uns spontan dazu entschieden, oder ich habe mich spontan dazu entschieden, dass die Charaktere, die die Gruppe sich so aus den Charakteren, die ich ihnen gegeben hatte, gemacht haben, die waren so toll. Da Props an die Leute da hinten. Jedenfalls, die Charaktere, die waren so toll, da wollte ich gar nicht so viel mit Plot stören. Deswegen habe ich sie so ein bisschen durch den Plot durchgeschoben, aber vor allen Dingen darauf geachtet, dass die mehr Roleplayen. Und so hatten wir alle den größten Spaß. Ja, eben. Da hätte das Erscheinen des großen Cthulhu am Ende, das war dann auch eher so, irgendwie muss das Abenteuer ja enden.
Okay. Und danach? Danach war ich bei Feder und hatte eine wunderschöne, ganz wunderschöne Changeling-Runde, wo ich einen Charakter mir spontan aus den Werten rausgeleitet habe, den ich möchte ich unbedingt nochmal ausprobieren. Einen wunderschönen Scharlach. Hallo Mischka, hallo. Sehr schön. Okay. Und die dritte war dann? Die dritte war dann die aufregendste von allen, die Dread-Runde bei Koali, wo ich regelmäßig 1000 Tode gestorben bin, wenn ein gewisser Rarasal mal wieder total zittrig den Stein rausgezogen hat. Ich nehme mich da nicht raus, ich war noch zittriger, der Einzige, der immer total cool war und von dem wir deswegen wussten, er ist eigentlich unsterblich, war der Beru. Und das, obwohl er durchgehend den angeschlagenen Charakter hatte. Oha. Naja, ich konnte mit einem Spock-Zitat sterben und für meinen Captain sterben. Was wünscht man sich mehr? Auf jeden Fall, ja. Okay, aber du hast eine Runde mehr gespielt als alle anderen. Was war denn dann die vierte? Das war eine Everyone is John-Runde, die wir um 11.30 Uhr gestern in der freien Spielzeit spontan wurde die von Mara geleitet. Und naja, da habe ich natürlich den wiedergeborenen Freddie Mercury gespielt. Was könnte man denn anderes tun? Weshalb ich auch den ganzen Tag lang Ohrwürmer hatte. Das ließ sich dann nicht verhindern. Okay. Also unterm Strich eine Menge Spaß, gutes Feedback. Hast du da irgendwas, was du loswerden willst? Nein, eigentlich nicht. Nur, dass die Leute hier wirklich toll sind und dass ich überrascht war, dass ich mit den Leuten, auf die ich mich gefreut hatte, sagen wir mal den D-Rex, dass ich mit dem ganz wenig gesprochen habe, mit der Tava, auf die ich mich seit 2 Jahren freue, auch kaum. Dafür habe ich mich total viel mit dem Rarasal, mit dem Justikon und so unterhalten. Ich fand es interessant, dass ich auch mal die Leute, die ich sonst fast nie habe kennenlernen dürfen, endlich mal richtig habe kennenlernen können. Das war wunderschön. Ja, das ist so das Gro-Feedback, das man hier bekommt. Ja. Und das ist auch der große Pluspunkt oder das große Goldstück der Con definitiv. Okay, dann auf jeden Fall danke für dein Feedback und wir hoffen, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Jo, das nächste Mal ja, wird es dann eine größere Klassenfahrt. Genau, die größere Klassenfahrt. Okay, ciao. Hi, Gude und herzlich willkommen zum neuen Feedback-Video der NerdCon. Bei mir der D-Rex. Hallo. So ein, ohne tiefer reinzugehen, erstes unter dem Strich Feedback der ersten NerdCon. Super, unbedingt wiederholen. Also war eine großartige Stimmung. Location ist super. Ich glaube, wenn man das Ganze ein bisschen länger aufzieht, kann man da auch noch wunderbar mehr Möglichkeiten ausreizen. Da hinten ist ein schönes Lagerfeuer, da kann man bestimmt eine wunderbare Werwolf-Runde oder so dran spielen abends. Ist auf jeden Fall noch eine ganze Menge Potenzial da, aber es war schon echt großartig. Ja, sehe ich genauso, definitiv. Was hast du für Runden gespielt oder geleitet? Geleitet habe ich 2x Hexen 1733. Da bin ich auch tatsächlich sehr froh drüber. Ich habe das nämlich noch nie am Tisch geleitet, immer nur online, on-air oder off-air. Da wollte ich einfach auch mal ausprobieren, wie dieser ganze haptische Kram funktioniert, ob das ein Mehrwert fürs Spiel ist oder eher lästerlich. Definitiv ein Mehrwert, weil es halt eine ganz andere Übersicht gibt und es fühlt sich einfach auch super an. Gespielt habe ich dann auch noch eine Runde Numenera bei Lilio. Da wurde die Streak von Reg und Kako weiter ausgeführt, hat also wie bei dem bei Wrath and Glory auch schon in einem Total Party Kill geendet. In meiner dritten Hexenrunde habe ich deren Streak dann gebrochen. Da sind sie, obwohl sie sich ein bisschen Mühe dafür gegeben haben, nicht draufgegangen. War auf jeden Fall super. Hab auch dadurch schon den einen oder anderen Spieler jetzt für potenzielle neue Online-Projekte gefunden. Wunderbar. Das Networking funktioniert. Richtig. Okay. Ist ein super Abschluss jetzt für mein erstes Jahr hier auf dem Nerdpol. Das ist jetzt ungefähr, kommt das zeitlich hin. Besser kann es nicht werden. Das ist ein super Feedback und ich hoffe, die Orga schaut sich die ganzen Feedback-Videos an und ist dafür doppelt motiviert, nächstes Jahr das Event nochmal zu machen und vielleicht noch ein paar Tage länger. Das war auch so das Große des Feedbacks. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Spielt mehr, leitet mehr, kommt zu Nerdpol. Das ist eine super Community, die den Einstieg auch super einfach macht. Und man wird da sofort wie in der Familie aufgenommen. Nur zu empfehlen. Definitiv. Danke dir, D-Rex. Wir sehen uns irgendwann online wieder, denke ich. Ciao. Karkrim, willst du auch noch? Hi, Gude und herzlich willkommen zum neuen Feedback-Video der NerdCon. Bei mir der Karkrim. Hallihallo. Unterm Strich, wie fandest du den NerdCon? Super, das war mal was ganz anderes. Ich habe endlich die Gelegenheit gehabt, was anderes außer DSA zu spielen. Was? Was anderes außer DSA? Unglaublich!
Ja, und es gibt tatsächlich Systeme, die mir auch echt auch noch Spaß machen. Der Hammer. Was hast du denn gespielt? Ich habe angefangen mit dem One-Paper-Rollenspiel The Golden Sea. Danach Engel bei Koali und am Ende D&D bei Umbreon, wo wir mal ganz geflogentlich 2 Stunden überzogen haben. Das klingt schwer nach Umbreon. Ja, hat aber so viel Spaß gemacht, dass das gar nicht auffiel. Außer dass außer um uns rum alles auf einmal dunkel wurde. Aber war richtig gut, richtig spannend und wir haben tatsächlich alle überlebt. Das ist doch die Hauptsache. Würdest du nächstes Jahr wiederkommen, wenn es eine neue Nerdcon gibt? Auf jeden Fall. Ja, ich auf jeden Fall auch. Ja, war jetzt kurz und knackig. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Vielen herzlichen Dank an die liebe Orga, die das alles organisiert hat. Gerne nächstes Jahr wieder so. Und hoffentlich nächstes Jahr wieder so. Das hoffe ich auch. Danke dir, Kakrim. Und gute Heimfahrt. Danke.